Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und ich habe es ja angedroht. Schon mal jetzt abonnieren, kommentieren, bewerten. Vollkommen egal, wie das Video ist. Habt ihr schon euren Job gemacht. Herzlich willkommen zu 30 Days Adventures und das ist das schwarze Auge Satinavs Ketten. Es gibt zwei Adventures von Daedalic. Ich glaube, das ist das erste davon. Vielleicht blamiere ich mich gerade auch mal. Ich glaube, das spielt auch irgendwo ein Festum, glaube ich. Ich habe mir ein Let's Play davon damals angesehen und fand das eigentlich ganz okay, ganz atmosphärisch. Ich glaube, vom zweiten habe ich tatsächlich absichtlich nichts gesehen, weil ich dann immer gedacht habe, komm, dann gehst du auch mal ein LP. Ihr wisst, ich war selber lange Zeit Meister von DSA-Runden. Ich weiß also ungefähr, wie die Welt von Aventurien aussieht. Und nicht Adventurien, sondern Aventurien. Da ist kein D übrigens für die Klugscheiße in den Kommentaren. Und Satinavs Ketten hat was mit Magie zu tun. Spoiler. Und ihr werdet sehen, die Synchro ist gut. Das kann ich euch versprechen. Und jetzt gucken wir einfach mal rein. Ist auch von Daedalic. Man, die sollen ja Adventures können, sagt man. Fangen wir mal an. Muss ich durchlesen? Okay. Den Zwölfen zum Gruße, Geron. Wähle die Art deiner Reise. Ein bequemes Abenteuer? Ein raues Abenteuer. Nein, ein bequemes Abenteuer. Ich will ja nur einfach mal kurz das Ding zeigen. Wer hat die Macht, das eigene Schicksal zu hintergehen? Solange die Götter über das Schiff der Zeit wachen, bleibt eines doch immer gewiss. Satinavs Ketten reißen nicht. Es waren gute Tage für das verträumte Andergast. Ein Frieden mit dem Erzfeind Nostria war in greifbarer Nähe. Ein Besuch der nostrischen Königin stand kurz bevor. Im Zuge der Feierlichkeiten hatte der König die jungen Andergaster zu einer heiteren Queste aufgerufen. Das Eichenblatt. Er lässt nicht los, der Hund. Hunde sind klüger, Ulfried. Sie werfen sich auf den Rücken, wenn sie verloren haben. Wie sieht es aus, Geron? Gibst du auf? Lass ihn mal zu Wort kommen. Gut, jetzt lernen wir also dementsprechend, was wir da machen können. Ja. Ich wäre... Was? Ich verstehe dich ganz schlecht. Ich werde gewinnen. Nein, Vogelfänger, du wirst verlieren. Ich rechne es dir gerne vor. Du musst für die königliche Queste 4 kupferne Eichenblätter finden. Ich brauche 4 Eichenblätter aus Messing. Derzeit hast du mir 1 Eichenblatt voraus. Da Ulfried dir dieses Eichenblatt jedoch abnehmen wird, fehlt dir mindestens 1 Eichenblatt zum Sieg. Oder glaubst du immer noch, du kannst dich befreien? Ja, kann ich. Der Hammer wird dir auch nicht helfen. Mein Hammer! Lass ihn doch. Gib doch einfach auf, Vogelfänger! So, dann ziehen wir doch mal. Wo ist denn unser Inventar? Ja, schön. Und wo sehe ich das Inventar, du Birne? Ach so, haben wir schon. Mit vollem Mund spricht man nicht. Hey, halt den Kopf unten. Okay, am unteren Bildschirmrand. Ah, na also. Ganz simpel. Na? Stell dir nur mal vor, der Unglücksbringer gewinnt und wird vom König empfangen. Hilf mir, Ulfried.
Was hat der blinde Seher damals gesagt, bevor er verbrannt wurde? Dass Geron böse ist. Ich glaube, er sagte, dass Geron uns großes Unheil bringt. Bei Prophezeiungen muss man auf den Wortlaut achten, Ulfried. Und wenn Geron uns verflucht? Es heißt, er hat eine dunkle Gabe. Unsinn. Ach, genau. Stimmt, der war Magiedilettant. Kurz für die Leute, die tatsächlich mal das Pen and Paper gemacht haben, Magiedilettanten, wie der Name schon sagt, sind zwar magisch bewandert, aber eigentlich eine Katastrophe, wenn sie es anwenden. Also das ist eigentlich so, dass da jeder echte Magiebegabte lieber ganz schnell Reis ausnimmt, weil es geht eigentlich mit einer relativ großen Chance daneben. So. Du willst den Krug? Dieser Wein ist allein dem Sieger der Queste bestimmt. Also mir. Du willst den Krug? Dieser Wein. Also mir. Was möchtest du da von mir? Vielleicht gebe ich dir später einen Schluck ab. Als Trost für die Niederlage. Neben der Inventarleiste. Das ist neben der Inventarleiste. Aus der Abteilung Tutorials, die keinen Sinn machen. Angebot-Queste. Wo ist denn mein Skill, den ich gerne hätte? Das ist Zerbrechen. Nehmen wir das doch. Was zum... Lass, du schlägst ihn noch tot. Hol dir das Eichenblatt und wir verschwinden. Ja, es waren gute Tage für das verträumte Andergast. Nur wenige ahnten, dass bald nichts mehr sein würde, wie es einmal war. Der gute Käfig. Lass ihn dort stehen. Ich repariere ihn später. Quinling, ich habe ihn nicht kaputt gemacht. Ja, ja. Das waren Olgierd und sein Knecht. Sie haben mich überfallen und mein Eichenblatt gestohlen. Für die Eichblattqueste, weißt du? Hörst du, sie haben den Käfig zerstört, nicht ich. Das kann nicht sein. Aber weißt du was? Ich werde den Wettbewerb trotzdem gewinnen. Ich werde mir mein Eichenblatt zurückholen und ich werde gewinnen. Und dann wird mich niemand mehr verspotten. Was machst du da eigentlich? Geron, dieser Unfug führt doch zu nichts. Ich will nicht wie du mein ganzes Leben lang... Nur Jäger und Fallensteller sein? Ohne einen Käfig wirst du noch nicht einmal das. Kannst du den Käfig reparieren? Muss wohl. Wir werden ihn noch brauchen. Haben wir einen neuen Auftrag? Auftrag, sagt er. Bis einer von diesen Bauerntölpeln merkt, was da auf uns zukommt, ist es längst zu spät. Wovon sprichst du? Von den Krähen, Geron. Den Krähen. Was ist mit der toten Krähe da? Ich will wissen, was sie hergeführt hat. Das ist leicht. Der Winter naht. Sie suchte Wärme. Alles voller schwarzer Galle. Wenn ich erst die Eichblattqueste gewonnen habe. Du verdienst dir nur Hohn und Spott. Der Sieger wird vom König geehrt. Jeder bleibt, was er ist. Wann begreifst du das endlich? Du wirkst müde. Leg dich doch schlafen. Diese Träume, sie nagen an mir und zehren mich auf. Und diese Krähen, diese Biester, haben sich schon am toten Ritter Olderich gütlich getan. Es braut sich etwas zusammen. Was sind das für Träume? Augen starren mich an. Blinde Augen. Wie damals, als der Seher noch lebte. Was meinst du damit? Nichts. Es sind nur Träume. Eben. Die Krähen lassen dich nicht schlafen.
Sie beobachten uns. Schau ihnen nicht in die Augen. Sie blicken dir in die Seele, Geron. Ich fürchte mich nicht vor ein paar Krähen. Bis du Golgaris Schwingen rauschen hörst. Wer sagt denn, dass nicht auch Borons Seelenvogel in ein Käfig passt? Wäre eine interessante Idee, würde aber nicht gut enden. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Boron ist in solchen Sachen, hat da nicht wahnsinnig viel Humor. Ist übrigens der Gott des Todes. Ne? Und die Version von Hades hier hat nicht wahnsinnig viel Humor. Hat aber in einigen Punkten Ähnlichkeiten, nur so mal am Rande. Wie ist Ritter Euderich gestorben? Er wurde ermordet. Der alte Mann? Warum das? Wer weiß. Aber er war einer derjenigen, die damals den Seher zur Strecke brachten. Gwynling, der Seher ist schon lange Zeit tot. Ja, ja. Hör endlich auf, über diesen Seher nachzugrübeln. Er wurde doch verbrannt, nicht wahr? Vor 13 Jahren. Weil er König Wendolins Tod vorausgesagt hat. Nicht deshalb. Er hat Kinder entführt. Niemand weiß warum. Jedenfalls wollte er nichts Gutes für Andergast. Heerscharen von Krähen sollten für ihn die Stadt erobern. Oder vernichten, heißt es. Und deshalb durchwühlst du die Gedärme dieses Vogels? Seine Krähen brachten dunkle Träume. Schluss mit diesen Schauergeschichten. Hilfst du mir nun bei der Eichblattqueste? Verschon mich mit deinen Albernheiten. Ich habe Wichtigeres zu tun. Deine Krähen sind auch morgen noch da. Die Queste ist nur heute. Hilfst du mir nun? Verschon. Ich habe deine Krähen. Tut er höchstwahrscheinlich nicht. So. Ich muss los. Die Konkurrenz schläft nicht. Haben wir denn sowas wie eine Hotspot-Anzeige? Ja, natürlich haben wir eine Hotspot-Anzeige. Ist doch klar. Gwynling hat gestern das ganze Zimmer durchwühlt, um diese Zeichnung wiederzufinden. Und wie immer hat er verschwiegen, was sie bedeutet. Was steht hier geschrieben? Die Schrift ist winzig. Was machst du da? Hast du keine Aufgabe zu erledigen? Mal gucken, was haben wir denn da Schönes? Ich leihe mir einmal deinen Gehstock. Warum auch immer, aber... Du sollst die Finger davon lassen. Zerbrichst es nur wieder. Kannst du nicht warten, bis ich ihn wieder hergerichtet habe? Ich muss mein drittes Eichenblatt von Olgier zurückbekommen. Außerdem muss ich zum Burgtor und mir beim Haushofmeister das letzte Rätsel für die Queste abholen. Zwei Eichenblätter habe ich. Das dritte hat Olgiert und das vierte ist noch versteckt. Dann los! Ich schaffe das. Ihr werdet sehen. Es laufen gerade einfach nur ein paar Dinge schief. Ein paar Dinge ist ein übliches Thema. Es schießt nicht mehr. Das Spanngarn ist durchgefault. Hier rein? Irgendwie nicht. Schon wieder lose. Aber darum muss ich mich später kümmern. Es muss doch hier irgendwo sein, verdammt. Aber der Burgwächter sagt, er hat es nicht. Sei still, da ist Geron. Wenn der uns belauscht. Komm jetzt, Rache. Was hast du denn für eine Synchro? Hallo, Geron. Hast du schon eine Lerche für mich gefangen? Nein, noch nicht. Ach, Geron, ich habe das Gefühl, du strengst dich gar nicht richtig für mich an. Unsinn. Es ist einfach nicht die Zeit für Lerchen. Kannst mir ja viel erzählen. Was willst du überhaupt mit einer Lerche? Sie soll für mich singen, was sonst? Natürlich. Okay. Mach's gut, Heda. Bis dann. Und denk an die Lerche. So, ich könnte ja mal einen Blödsinn ausprobieren.
Flöte eingesammelt. Geld? Kann ich mich einfach dazustellen? Das würde niemandem gefallen. Wen interessiert's? Ja, wie gesagt, das mal so als kleinen Eindruck. Die Synchro ist ganz gut. Es gibt ein paar Stimmen, die sind eher... Ihr habt eigentlich schon so ein bisschen so den Weg des Abenteuers eigentlich schon fast im Intro mitgekriegt. Da geht's auch so ein bisschen drum, um was da einfach kommt. Vom Grafikstil, ja, ist halt so typisch in diesem... Ich glaube, das ist so der Zeit, wo die ganzen DSA-Cover auch so in diesem Stil waren. Ist okay. Ist jetzt nicht unbedingt die High-End-Grafik-Fantasy-Gedönse, die da ist. Und Nostria und Andergast haben sich, glaube ich, schon seit weiß ich nicht wie viel Jahrhunderten aufs Maul gehauen. Das tun die da sowieso. Das ist eigentlich die Städte, die sie überhaupt nie abkönnen. Ja, aber man kann es mal zocken. Und es gibt tatsächlich eben noch ein anderes Adventure von Daedalic von im DSA-Universum. Und das könnte man vielleicht auch machen. Ja. Gucken wir mal, was wir noch so alles finden. Ich bin euer Mr. Venom 1977. Bis gleich.